So Leute, da sind wir auch schon wieder beim theoretischen Endkampf gegen Atlantica. Genau, wir vernichten jetzt Atlantica. Nein, gegen Ursula. So, mit dabei ist immer noch. Tamiko-chan. So, und ich drücke jetzt Start und dann sind wir ruhig. Okay. Deine Zeit ist gekommen! Ja, den Ausdruck in dem Gesicht fand ich jetzt aber echt toll, muss ich sagen. Ne, das stimmt. Muss ich nicht irgendwie einfach nur in diesen blöden Kessel ballern? Keine Ahnung. Ja. Also man muss irgendwie 20.000 Mal meiner Meinung nach in diesen dämlichen Kessel hauen und dann passt das schon irgendwann. Dann hat man einen Magieeffekt und Ursula wird, ich sag mal, ausgenockt. Und mehr muss man im Kampf auch schon wieder nicht machen. Ach ja, sie hat natürlich ihre Scheu ab. Ach ja, genau, jetzt weiß ich es wieder. Abschaum und Meerschaum. Diese Muränen hat sie natürlich dabei. Die muss man dann natürlich noch nebenher ausnocken. Aber mehr muss man da auch nicht machen. So. Die Cutscene ist vorbei. Ich befinde mich schon im Endkampf. Ja, ich verprüge sie schon herrlich und du warst noch am Schweigen. Ja, ich bin dabei. Aua. Nein, der Kampf funktioniert halt, wie gesagt, eigentlich ziemlich einfach. Aber ich mag halt dieses System mit dem, ich muss in den Kessel angreifen, damit ich einen Magieeffekt auslöse, der dann letztendlich sie ausnockt. Ja, und sie ist schon tot. Na, schauen wir mal abschauen, machen Puff. Aber wir sind auch in der Cutscene drin, also. Das werdet ihr mir büßen! Das werdet ihr mir büßen. Okay, du musst jetzt sagen, gehen wir, wir müssen den Reizack zurückholen. Gehen wir, wir müssen den Reizack zurückholen. Gruppenability Nixenflosse erlernt. Um gegen gegen die Strömung zu schwimmen, musst du das hier anlegen und Kreis mehrmals hintereinander drücken. Ja. Darf ich jetzt wieder, Leute? Danke. Ja, im Prinzip, diese Ability ist nur wirksam hier in Atlantica. Weil man. Obwohl, sie könnte auch. Ich glaube, im normalen Schwimmen geht's auch, aber im Prinzip finde ich sie sehr, sehr sinnlos irgendwie. Ja, das auch, aber wenn ich es wirklich, wenn ich es wenigstens irgendwo mal wirklich gebrauchen könnte, wäre es vielleicht nicht allzu schlimm. Da hilft weder Schwert noch Magie. Ah. War was mit der Muschel? Keine Ahnung. Ich muss jetzt also einfach nur zu der Stelle mit der Strömung schwimmen. Denn da kann man noch eine andere Abzweigung nehmen und dann stellen wir uns endgültig Ursula im finalen Kampf. Ja. Ach, es kommt noch ein Kampf gegen Ursula. Ja. Das Spiel lässt mich ja nicht zufrieden mit dieser dämlichen Welt. Es muss ja unbedingt noch mehr Kämpfe reinrammen. Aber ich werde mich da jetzt hinbegeben. Diese Gegner können mich jetzt mal gepflegt an meinem nicht behaarten Arsch lecken, weil ich Schuppen habe. Hatora momentan einen Schwanz? Ja. Also ich meine, Schwanzschloss, dass er einen Schwanz hat, ist klar. Ja, hat er. So, das hier war die Abkürzung, die ich noch frei machen wollte. Zumal da ist Orichalcum drin, meine ich. Irgendwie sowas. Orichalcum? Ja.
Oder Orihalkon, Entschuldigung. Halt ein sehr gutes Material. Okay. Orihalkon, genau. Nicht Orihalkon, sondern Orihalkon. Das kann ich halt sehr gut gebrauchen, um dann später die ultimative Waffe zu machen, wofür ich auch die Items farmen muss. Dollar. Gegner kann mich jetzt mal, wie gesagt, kreuzweise. Ja, Abkürzung freigemacht. Das bringt mir jetzt nicht mehr allzu viel, aber vorher hätte es was genutzt. Und jetzt schwimmen wir mal halt eben. Wo schwimmen wir denn überhaupt hin? Hat das einen Namen? Ja, wir schwimmen ins Fragezeichen rein. Ins Fragezeichen, okay. Genau. Letzte Cutscene. Oder zumindest die Cutscene. Jämmerliche Narren! Ich herrsche jetzt über die Meere! Ja, Ursula ist gigantisch. Das Meer und seine ganze Beute verbeugen sich vor meiner Macht. Definitiv gigantisch. Also es ist eine gigantische Ursula, die fett am Grinsen ist. Moment mal, nicht so schnell. Mach so, so gefasst. Eigentlich kann man... Also soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe, kann man, je nachdem was sie sagt, kann man daraus schließen, was sie machen wird. Da bin ich aber relativ schlecht drin. Beziehungsweise ich achte nicht drauf. Deswegen hauen wir einfach mal drauf. Ja, vorhin musste ich auch schon wieder ein bisschen mehr Taktik benutzen, sag ich mal. Da war es ja, oh mein Gott, ein Gigalaser. Gigalaser! Oder für Leute, die es anders kennen, I'm a firing my laser. Ja, der Nordwind, ne? Naja. Weiß ich nicht. Ich denke mal, er lebt, aber... Das ist so dasselbe wie mit manchen Leuten, da hört man nichts von. Naja, jedenfalls war das nun mal so, sie hat... eben das gemacht. Aber ich habe halt erstens bin ich jetzt durch mein Training in Halloween Town so stark, dass sie mir nicht wirklich Schaden machen kann hier. Also nicht wirklich viel, muss ich eher sagen. Und dazu kommt noch, ich habe meinen Charakteren halt mal wieder Items gegeben. Die können sich also auch noch heilen. Deswegen wird sie gerade wirklich zu Ende verkloppt. Sie macht schon wieder einmal Firing My Laser. Unglaublich. Aber das war's, sie ist tot. Ja, werden wir ja sehen. Also sie schrumpft auf alle Fälle zusammen und lässt nochmal einen Schrei hören. Das ist doch schon mal positiv. Wir halten noch den Dreizack zurück. Die ultimative Waffe für König Triton. Ja, schön wär's. Die ultimative Waffe, deswegen konnte sie ihn ja auch verletzen. Genau. So, jetzt musst du sagen, Vater, es tut mir leid. Vater, es tut mir leid. Bitte, seien Sie nicht böse mit ihr. Es ist meine Schuld. Du bist Ursula gefolgt, weil ich nicht wollte, dass du deinem Herzen folgst. Und als du den Kristall gefunden hast, habe ich ihn vor Wut zerstört. Ja, warum haben sie den eigentlich zerstört? Er hätte die Macht des Schlüssellochs, hatte die Macht, das Schlüsselloch zu offenbaren. Das Schlüsselloch ist gefährlich. Ich musste euch von ihm fernhalten. Jetzt musst du sagen, Vater. Vater. Träger des Schlüssels, ich habe noch eine Bitte. Versiegele das Schlüsselloch. Mein Dreizack kann ebenfalls das Schlüsselloch offenbaren. Wirst du es tun? Natürlich, das hatten wir sowieso vor. Wo ist das Schlüsselloch, Vater? Los. Sag. Wo ist das Schlüsselloch, Vater? Das solltest du doch am besten wissen. Es ist in deinem Versteck. Wirklich? Gehen wir, Sora.
Die Kraft des Stroms erhalten. Blitz hat sich zu Blitzrad weiterentwickelt. Dann zum Bericht Nummer 3 erhalten. Yay. Oh, im Thronsaal sind auch noch Schätze. Meine Güte, ich muss irgendwann mal... Ach so, das war ein Speicherpunkt. Na, auch gut zu wissen. Ich habe im ganzen Atlantika einmal abgespeichert. Da merkt man, wie sehr ich die Welt hasse. Ich will einfach nur fertig werden mit. Ja gut, wenn du draufgegangen bist, hättest du alles Wasser machen. Nein, nein, wenn man Game Over geht, dann kommt dieses von wegen willst du weitermachen halt. Hab ich ja schon oft genug gemacht in diesem LP. Wie mich das ankotzt. So, Ariels Versteck. Keine Ahnung, wie sie diesen Stein bewegen können unter Wasser. Das ist irgendwie sinnlos. Egal. So. Setzen wir noch den Dreizack ein. Letzte Cutscene. Wow, okay. Eine Wand erscheint mit einem Schlüsselloch. Auch schön. Atlantica wurde also auch versiegelt. Das heißt, du musst da nicht mehr rein. Doch, ich muss da Items farmen. Erzähl mir, Sora. Deine Aber Welt. Ansonsten musst du da nicht mehr rein. Wie ist sie? Oh, das Tja. Hatte... Ich hab dich angelogen. Tut mir leid. Es ist okay. Aber... Wenn du zu anderen Welten reisen kannst, kann ich das vielleicht auch. Es gibt so viele Orte, die ich sehen will. Eines Tages. Ich werde einen Weg finden. Irgendwie. Ich bin mir sicher. Nun, wenn du ihn findest, tu mir den Gefallen und lass mich aus dem Spiel. Jetzt musst du sagen, dies ist aus meiner Sammlung. Dies ist aus meiner Sammlung. Ich schenke es dir. Ich schenke es dir. Sora hat Maritim erhalten. Maritim ist, das wirst du dann sehen, wenn du guckst. Ist ein neues Schlüsselschwert mit einer Krabbe oben drauf. Prinzipiell gut für Magie, aber wie relativ klar sein sollte, ich hasse Magie. Du hast nicht die Magie gewählt. Eben. Kann ich nichts mit anfangen. Habe ich irgendwas? Oh, Reflektor. Ja, Reflektor. Keine Ahnung. Hat... Oh, Frohnatur. Ich sollte mal echt die Abilities auch ausrüsten, wenn ich sie schon bekomme. MP-Heilung, bla bla bla. Schamane, Frohnatur, MP... Schamöer, Espriser. Ariel, mir egal. Gut. Damit bin ich in Atlantica soweit fertig. Ich... werde also... Ja, bedanke dich ruhig schon mal. Ich bedanke mich dann da, dass ich dabei sein durfte. Gern geschehen. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, ich werde jetzt nur noch zurückschwimmen zum Thronsaal. Werde mich auf den Speicherplatz begeben. Dann werde ich offscreen die Items farmen, die ich benötige. Also die nötige Anzahl dafür schon mal. Und... ja, dann werde ich, glaube ich, die nächsten Videos erstmal dafür verwenden, in den Welten, in denen ich schon mal war, wieder ein bisschen aufzuräumen. Ob ich das dann so aufnehme oder andersweitig verfahre, werdet ihr sehen. Also gezeigt wird's, aber ne, keine Ahnung. Gut. Ich verabschiede mich dann von euch. Dito. Ich verabschiede mich auch. Bis denn und habt noch einen schönen, bestimmt ja. Sonntag oder sowas. Tschüssi!